Werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen? Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Ricciardo, Kimi Räikkönen und Massa, Hülkenberg, Sainz Jr., Verstappen und Sergio Perez, Ocon, Stroll, Fernando Alonso und Quert, Palmer, Wehrlein, Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Eriksson und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter den Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.